Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Und das letzte Teilchen, liebe Leute, führt uns nur. Also wir haben es gleich einmal durchgeschafft, da draußen ist alles schwarz. Okay, keine Zeit verlieren. Man sieht, unser Painting ist auch gleich einmal fertig. Die Laden kann ich nicht aufmachen. Okay. Trial and Error. Boah, jetzt bin ich doch schon sehr gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Oh, da ist die Tür offen. Das ist immer ganz merkwürdig. Ups, da hat er ein bisschen geruckelt. Merkwürdig, wenn so eine Tür offen ist. Deshalb mag ich jetzt erst einmal da her schauen. Die Tür ist eingebrochen worden, so wie es ausschaut. Oh, das ist aber jetzt schwierig. Nein, ich geh jetzt einfach mal da entlang. Das ist so komisch, warum ist die... Ich weiß nicht so recht, liebe Leute, ich weiß nicht so recht. Ich, das war jetzt die richtige Entscheidung. Hebel! Hoppla. Nein, ich schau erst, wo ich... Okay. Was? Hast du vergessen? Don't forget. Unser Hochzeitsdatum. Scheiße. Warte mal, was war denn das für ein Datum? Don't forget. Es war im Juni. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, also der 6. Es ist dann 06? Oh shit. Ich bin doch, das war der 4. Der 9. Ah, oh, ich wusste, der 4. oder der 9. Oh mein Gott, zum Glück. Zum Glück habe ich mir das noch gemerkt. Oh, das ist aber hübsch. Das ist unsere Frau. Das ist aber ziemlich cool. Hast du vergessen? Und diese Milch, glaube ich, 2 oder 3 Mal ist das Datum Milch aufgetaucht. Also unser Hochzeitsdatum. Und immer mit dem Spruch dabei, don't forget. Oh wow, boah, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und dass ich mir sogar gemerkt habe, nach all der Zeit. Okay, 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 okay. Aber jetzt geht's da rein, in die Art Küche. Oder Abstellraum oder Lager, Speisekammer. Die Äpfel gehen uns aus. Oh nein, die Äpfel gehen uns aus. Da ist sonst nichts.
Das sind ja lauter Äpfel. Warum gehen uns die Äpfel aus? Das sind ja voll viel. Okay, bin gespannt. Bin da jetzt nur wo. Eine Notiz oder so finden? Da sind voll viele Äpfel. Da sind auch Äpfel. Was ist denn da los? Was hat denn das jetzt schon wieder mit den Äpfeln auf sich? Irgendwas check ich da schon wieder. Oh, nimm das Messer mit, oder? Einen kleinen Brieföffner. Okay, ich kann dann nicht raufsteigen oder so. Schreckt mich noch nicht so. Alles klar, steck fest. Hilfe! Henny, jetzt wart's einmal. Hä? Ich bin... Was? Jetzt war er auf... Also, ich bin mir jetzt selber echt gar nicht mehr sicher, aber der Eingang, der war doch vorher da drüben. Oder? Alter, ohne Scheiß, der Eingang war doch da drüben. Der Brief ist auch weg. Moment. Und probier jetzt einmal geschwind die Tür. Die Tür würde aufgehen, liebe Leute. Aber ich mag ehrlich gesagt wirklich gerne mal da zurückgehen. Hey, ohne Scheiß, da ist doch jetzt alles spiegelverkehrt. Hilfe, was geht denn da jetzt ab? Hey, das ist strange. Ja, ich bitte mir das jetzt... Boah, das Spiel, das hat mich jetzt schon so weit gebracht, dass ich mir selber nicht mehr sicher bin. Das ist echt genial. Genial. Okay. Richtig gut. Es war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fassung. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Boah, das ist voll ekelhaft, wie sie das da unten so... Ach, ich hasse das, wenn das Licht flackert. Ah, und das ist drinnen. Ich hasse dieses drinnen. Passiert da leicht was? Na ja, komm. Ein Rattengesicht. Oh Gott, ich meine, ich schätze mal, ich muss in die Mitte gehen. Wow.
Hallo? Flüsterstimmen. Das hat echt ein grausiger Ton auf meine Ohren. Das Bild verbrennt am Boden. Oh. Flüsterstimmen, wo denn? Oh, und sie rät wieder. Da! You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Eine Ratte in unserer Werkstatt. Mit nur einem Auge. Liebe Frau, warum weinst du denn? Wo ist die andere Tür? Schau mal, ob die Tür aufgeht. Okay. Ja, na gut, dann. Was denn? Oh Gott, lauf, 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 lauf! Da war unsere Frau. Oh. Okay, ich könnte da jetzt durchgehen, aber was? Ah, oh, shit, ich bin schon neugierig. Was passiert? Ich glaube, stellt sie jetzt da dahinter. Oh, sie ist zugesperrt. Das Spiel ist schon arg, man kann sich immer entscheiden, was man tut, eigentlich. Ich hätte jetzt auf sie zulaufen können. Ich meine, ich wäre dann sicher gestorben wieder, aber... Es wäre auch interessant gewesen, zu sehen, was dann passiert. Ich meine... Mich würde es interessieren, ob wir dann vielleicht da gibt es da ein anderes Ende oder. Was ist das da dahinter? Gibt es dann vielleicht ein anderes Ende oder überhaupt kommt man dann zu anderen Räumen oder so, was man entdecken kann? Ja. Genau. Ach, komm schon. Schon wieder so ein Don't Look Back-Ding, oder was? Was soll's, was soll's, was soll's? Okay, es passiert nichts, liebe Leute. Na! Ich hab echt Schiss. Aber da ist ganz bunt. Tür am Boden.
Ja, genau. Oh Gott, ja genau! So schau ich aus, oder dass ich da jetzt reingehe. Was steht da oben? Each mistake. Was? Jeder Fehler ein. Jeder Fehler eine Fallgrube. Okay, ich kann nicht zurück, ich muss da rein. Jeder Fehler eine Fallgrube. Oh Gott! Boah, ich hab mich da jetzt nicht umgeschaut. Ich hab daran so Schiss, dass ich verfolgt werde von unserer Frau. Oh Gott, gibt's da ein Rätsel? Wo sind wir denn da jetzt? Jeder Fehler eine Fallgrube. Was? Oh fuck! Also ich dreh da, ne? Oh, jetzt kommt was. Oh ja, was ist das? Ein Käfig oder so? Die Bilder. Oh. Oh Gott. Es geht nicht mehr weiter. Boah, bin gerade voll gespannt, liebe Leute. Das sind unsere Bilder, Mann. Ich kann es nicht weiter hochziehen. Ich glaube, du Ratte liegt da wieder umher. Kann ich da wieder zurück? Nee, okay. Ja gut, ich gehe weiter. Mich würde zwar interessieren, was passiert, wenn ich da runterhupfe. Es geht sicher, dass ich da runterhupfen kann. Warte mal, ob wir jetzt nochmal geschwind schauen. Schau wieder dieser Panda-Bär, seht ihr?
Nikum, ich halte mich da jetzt nicht zu lange auf in dem Raum. Denn dieser Raum macht mir verdammt viel Angst. Genauso wie dieser Raum. Scheiße! Ich bin so angespannt. Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Sie wird am Boden zerstört sein. Genauso wie wir. In Asche sollst du ernten? Alter, lass den Scheiß! Kannst du überhaupt noch malen? Oh, ich mag das nicht. Das ist so eine grausige Stimmung. Das ist alles so düster. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet bla bla bla. 363853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Die Zäun. 363853. Ihr könnt euch nur erinnern, wo wir dem Telefon da nachgelaufen sind. Das waren genau die Nummern. Das war genau die Nummer, was wir eingeben haben. Ich meine, ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Shit, was muss ich denn da eingeben? Die Hochzeit. Warte mal. Oh, es ist schon wieder Zeit für Folgenpause. Ich trau durch. 363853. 363853. Und jetzt ist Datum von unserer Hochzeit. Das ist der 9.6. Die Zeit für Folgenpause. Na gut, Leute.
Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode. Also nach dieser Prüfklinge. In der nächsten Episode von Leia Sophia. Bis dahin. Ciao.